Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 17.04.2013. Das ist StarCraft for Beginners Teil 68. Ich bin euer Host, mein Name ist Marc und wie wir hier unten sehen können, geht es heute um den Anfängerkurs für Zerg Teil 3, Thema Map Vision, Creep Spread und Overlords. Leider ist uns eben gerade der Stream abgestürzt und deswegen muss ich diese ganze Sendung jetzt nochmal machen. Zumindest diesen ersten Teil. Ich hoffe, dass der Stream dieses Mal ein bisschen stabil bleibt und wir das Ganze hier auch de facto abwickeln können. Denn leider nimmt mein Streaming-Programm auch gleichzeitig die Sendung auf. Das heißt, wenn der Stream abstürzt, stürzt auch die Aufzeichnung ab. Und dann habe ich keine Aufzeichnung und kann dementsprechend auch keine Worts hochladen. Also muss ich den ganzen Kram immer von vorne starten. Hoffen wir mal, dass es jetzt, wie gesagt, weiter funktioniert. Aber wir wollen uns um die technischen Probleme auch nicht so kümmern. Die gehören zu StarCraft 2 for Beginners irgendwie dazu. Wenn nicht irgendwas schief läuft in der Technik, ist es kein StarCraft 2 for Beginners. Wunderbar. Damit macht man sich ebenfalls Namen. Wir haben in den bisherigen Sendungen versucht, im Grunde uns eine Art von Mantra, von mentaler Checkliste anzueignen, die uns helfen soll, unsere Produktion mit Zerg in den Griff zu kriegen. Dabei haben wir im Grunde immer gesagt, als allererstes wollen wir mit unseren Queens injecten. Natürlich erst, sobald wir welche haben, aber sobald die ersten Queens auf dem Feld sind, wollen wir im Grunde anfangen, regelmäßig unsere Injects zu setzen und darauf besonders zu achten, dass das auch funktioniert. Nach einem Inject haben wir Overlords produziert. Und zwar immer so viele Overlords, wie wir Injects gesetzt haben. Ein Inject, ein Overlord. Zwei Injects, zwei Overlords. Drei Injects, drei Overlords. Ja, das war die entsprechende Idee. Nach den Overlords wollten wir dann Drohnen produzieren. Und zwar im Grunde eigentlich dauerhaft Drohnen, so lange, bis wir an beiden Basen, die wir gebaut haben, genügend Drohnen produziert hatten. Und nachdem wir dann im Grunde mit dem Drohnenbau fertig waren, wenn dann zum Beispiel noch Larven übrig waren, wollten wir Units bauen. Das wird natürlich später in normalen Spielen, wenn wir uns dann quasi so nach und nach dem ganzen strategischen Teil des Spiels annähern, wenn das erstmal kommt, dann werden wir natürlich nicht mehr nur noch Drohnen produzieren können, unter anderem auch bis wir voll saturiert sind und erst dann mit der Einheitenproduktion beginnen. Man muss dann immer wieder mal Einheiten einstreuen, weil wir sonst einfach sterben. Aber darum wollen wir uns im Augenblick noch nicht kümmern. Im Augenblick geht es nur um die Ausbildung dieser Automatismen. Injects, Overlords, Drohnen, Units. Das war bisher unser Mantra und das solltet ihr bisher auch gut lernen. Warum machen wir das? Auf diesem Wege maximieren wir unsere Larvenproduktion, was uns mehr Produktionskapazität verleiht. Wir landen, dadurch, dass wir ständig die Overlords produzieren, quasi nie im Supply Block. Und wir haben immer etwas Überschuss, falls wir in Not geraten und schnell einige Units zusätzlich produzieren wollen bzw. müssen, weil uns der Gegner eben sonst überrennt. Das ist eine der wesentlichen Ideen. Wir produzieren ausreichend Arbeiter. Ein großes Problem, gerade für Anfänger, sind schlechte ökonomische Strukturen. Und eben ohne solche kann ein Zerg-Spieler den größten Vorteil seiner Rasse gar nicht ausspielen. Außerdem hilft uns dieses Mantra, die wichtigsten Spielschritte schnell einzuprägen und mit ein bisschen Übung immer schneller abwickeln zu können. Dadurch entstehen nach und nach immer mehr zeitliche Lücken während des Spiels, die wir nutzen können, um zum Beispiel unseren Ressourcenstand zu überprüfen oder die Saturation unserer Basen zu checken oder eben, wie wir es heute machen wollen, neue Schritte in diesen geregelten Ablauf einzupflegen. Creep ist das, worum es uns heute gehen soll. Creep und später auch die Verteilung von Overlords markiert jetzt den Beginn der taktischen Komponente unseres StarCraft-Spiels. Bisher haben wir immer nur üben wollen, unsere Produktionsabläufe in den Griff zu bekommen und schneller beim Abwickeln dieser Prozesse zu werden. Mit Creep kommt nun auch ein Teil ins Spiel, mit dem wir anfangen, Informationen über den Gegner zu sammeln und Informationen zu bekommen, wann der Gegner zum Beispiel auf uns zukommt. Und dasselbe gilt auch für das Verbreiten von Overlords. Und damit können wir dann bereits anfangen, gewisse taktische Entscheidungen zu treffen. Ja, das heißt also, das werden wir noch nicht so schnell machen, aber das ist letztendlich schon darauf hinführend. Ja, es ist der Beginn einer Entwicklung unseres Tutoriums in diese Richtung. Wir haben bisher deshalb so viel Wert auf die Verbesserung der ausführenden Mechaniken gelegt, weil die in unserem Spiel letztendlich den Flaschenhals darstellen. Je langsamer ich Aktionen ausführen kann, umso mehr blockieren sie mein Spiel. Nicht nur mechanisch, das ist nur einer der Teile, sondern vor allen Dingen auch mental.
Etwas nur sehr langsam ausführen zu können, hat fast immer damit zu tun, dass wir dafür einen aktiven Denkprozess benötigen. Es ist also kein, es ist kein Automatismus. Wir müssen stattdessen wirklich aktiv daran denken, ich muss jetzt das drücken. Ich muss jetzt das machen. Und danach war das dran. Ja, das ist diese Art von aktivem Denkprozess. Und wie man im Grunde durch meine schlechte Schauspielerei schon merkt, dauert das. Ja, das sind Denkprozesse, die lange brauchen. Aktive Denkprozesse wird das genannt. Wenn das jetzt bei Aktionen passiert, die wir quasi alle 25 bis 30 Sekunden abwickeln müssen, dann kann man sich wahrscheinlich schon ausmalen, wie sehr das unser Spiel behindert. Besonders aus diesem Grund möchte ich auch nochmal daran erinnern, bei diesem Tutorium handelt es sich um aufeinander aufbauende Lektionen. Wenn ihr im Augenblick immer noch Probleme damit habt, zwei Basen richtig zu saturieren oder eure Injects gefühlte Ewigkeiten brauchen, bevor die gesetzt wurden, oder, und daran würdet ihr es im Grunde am besten merken, ihr quasi mit dem Injecten gar nicht mehr hinterherkommt, weil das Produzieren von Overlords, Arbeitern und Units nach dem Inject bei euch so lange dauert, dass es inzwischen schon wieder Zeit würde, einen neuen Inject zu setzen. Ja, also ihr merkt quasi, jetzt habe ich injected. Jetzt muss ich schnell meine Overlords bauen. Jetzt muss ich meine Drohnen bauen. Genau, Drohnen. Und jetzt muss ich, ich muss ja schon wieder injecten. Ja, wenn euch also quasi das passiert, ihr kriegt die Produktion gar nicht schnell genug abgewickelt zwischen den Injects. Obwohl, und das muss man ja nun wirklich sagen, da zwischen 25 und 30 Sekunden Zeit sind. Das ist fast eine halbe Minute, die ihr Zeit habt, um diese Schritte abzuwickeln. Und wenn euch das nicht gelingt, dann ist es leider definitiv noch nicht Zeit, mit diesem dritten Teil hier weiterzumachen. Ja, dann seid ihr einfach nicht so weit. Wenn ihr es einfach auf Biegen und Brechen versuchen würdet, würdet ihr euch selber keinen Gefallen damit tun. Wenn ihr aber merkt, es geht, ja, wenn ihr selber jetzt schon gemerkt habt, ja, ganz locker, hier easy peasy, Injects und dann Overlords und dann Worker und dann Units. Puh, und jetzt habe ich noch so gut 10 bis 15 Sekunden Zeit, bevor der nächste Inject kommt. Was mache ich jetzt mit der Zeit? Dann ist es optimal. Das ist der Punkt, an den ihr bisher hättet kommen sollen, mit Hilfe der Tutorials, die wir bisher gemacht haben, wenn ihr das richtig geübt habt. Ja, solche zeitlichen Lücken, die dann plötzlich entstehen, solche mentalen Lücken, so ein Platz, der auf einmal geschaffen wird, durch diesen Automatismus. Ich habe das schon so oft gemacht, ich kann das jetzt so schnell abwickeln, dass jetzt Zeit da ist. Ja, ich bin plötzlich an einem Punkt, wo ich merke, ja, ich habe irgendwie nichts zu tun. Und dann können wir da natürlich neue Dinge einpflegen. Ja, das ist die Idee. Wenn ihr das noch nicht könnt, wenn ihr da wie gesagt diese Probleme habt, die ich vorhin geschildert habe, dann würde ich euch dringend empfehlen, wieder zu Teil 2 oder gar Teil 1 des Tutoriums zurückzukehren und die ersten 4 Schritte unseres Mantras noch mehr zu üben. Ich weiß, das ist nicht so spannend, wie den Ladder-Button zu drücken und einfach wild drauf loszuspielen, aber glaubt mir, gezieltes Training der mechanischen Basics, so wie wir das hier machen, ist unfassbar effektiv. Und man braucht mit etwas Motivation auch gar nicht mal so lange, bis das sitzt. Selbst wenn man vorher noch nie ein Real-Time-Strategy-Game gespielt hat. Ja, spielt keine Rolle, man kann das relativ gut üben und lernen. Man muss nur ein bisschen Willen und ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Aber dann braucht man vielleicht geschätzt 20, 25 Spiele gegen die KI oder so, in denen ich das einmal mal übe. Und dann sitzt das. Ja, dann sitzt das. Dann werdet ihr merken, das ist kein Problem. Es geht, wie gesagt, relativ schnell. Und wie gesagt, diese 20 bis 25 Spiele würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr wirklich vorher noch nie eine RTS gespielt habt und damit Probleme habt. Wenn ihr dann wirklich einmal mal so eure Spiele hintereinander abreißt nach diesen Tutorials, die wir gemacht haben, vielleicht 25 bis 30 Spiele gegen die KI und dann sitzt das. Ne? Dauert nicht länger. Klingt erstmal viel, ist aber gar nicht so wild. Jetzt wollen wir erstmal genug von der grauen Theorie hier haben. Heute wollen wir Kriecher in unser Spiel einbinden, das ist die Idee. Für die Verbreitung von Creep brauchen wir 3 Dinge. Erstens, wir brauchen eine überschüssige Queen, weil ja all die anderen Queens ihre Energie komplett für Injects verbrauchen. Und dann haben wir keine Energie übrig, um damit Creep-Tumore zu setzen. Also brauchen wir eine zusätzliche Queen. Zweitens brauchen wir ein weiteres Glied in der Kette unseres Mantras. Also neben Injects, Overlords, Drohnen und Units brauchen wir jetzt noch einen 5. Teil, nämlich Creep. Das müssen wir jetzt nach und nach integrieren. Und drittens brauchen wir noch ein neues Hotkey. Denn Creep zu setzen erfordert eine neue Hotkey-Taste. Es geht zumindest über Hotkeys deutlich schneller. Wir brauchen sogar theoretisch 2 neue Hotkeys. Wir bräuchten nämlich einmal ein Hotkey, um den Creep-Tumor zu pflanzen. Von der Queen aus und dann brauchen wir noch ein weiteres Hotkey, um die Creep-Tumore sich dann weiter verbreiten zu lassen, denn die können sich dann ja auch selbstständig verbreitern.
Das Verbreiten von Creep hat einen relativ hohen Stellenwert in unserem Spiel, steht aber hinter allen anderen Aktionen unseres Mantras zurück, also zumindest hinter allen anderen, die wir bisher hatten. Das heißt also, Injects sind immer noch das Wichtigste, Overlords direkt danach sind immer noch das Wichtigste, Worker danach sind immer noch wichtiger, Units danach sind auch überlebenswichtig, denn die brauchen wir ja nun, um uns zu verteidigen und um auch angreifen zu können. Und erst dann ist im Grunde Creep der Teil, der kommt. Das heißt also, unsere neue Kette lautet jetzt auch Injects, Overlords, Drohnen, Units, Creep. Injects, Overlords, Drohnen, Units, Creep. Das ist die Idee, so soll es im Augenblick aussehen. Simpel und eingängig und relativ leicht zu lernen, weil es eben, genauso wie alles andere bisher auch, alle 30, also circa 30 Sekunden abgewickelt wird. Und das wollen wir uns jetzt dementsprechend mal angucken in einem Spiel in-game. Und dazu schalten wir jetzt, wie gesagt, die Kamera mal um und gehen jetzt hier direkt ins Spiel. Da können wir auch gerade mal den Sound wieder aktivieren, damit wir auch ein bisschen Sound beim Spiel haben. Und jetzt werden wir, wie gesagt, alles bisher spielen, wie wir es bisher gemacht haben, aber Creep noch zusätzlich einbinden. Und ich hoffe, dass das jetzt auch noch so funktioniert, wie ich das gerne möchte. So, zurück zum Spiel. Wir bauen erstmal hier einen Worker mit S und D, damit der auch schon fertig ist. Dann markieren wir unsere Hatch auf 4, Steuerung 4, setzen hier nochmal den Punkt, setzen da nochmal den Punkt. Wunderbar. Unseren Overlord können wir mal zur Seite steuern und dann haben wir wieder 4SD, 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 bis wir auf 9 sind. Hier oben auf 9 Supply, 4SD, 4SD. Jetzt sind wir auf 9 Supply, jetzt brauchen wir als nächstes einen Overlord. 4SV, 4SV. 4SV, für mich jetzt ein bisschen ungewöhnt, weil das eben nicht die Hotkeys sind, die ich sonst benutze. Aber wie gesagt, auch ihr benutzt ja vielleicht andere Hotkeys. Das ist jetzt das Standard-Hotkey-Setup und das benutzen wir jetzt erstmal soweit. So, jetzt haben wir hier einen weiteren Overlord, den schicken wir aber mal hier rüber. So, und dann können wir auch eine weitere Drohne verbauen, 4SD. Und jetzt haben wir ja gesagt, produzieren wir im Grunde erstmal Drohnen, bis wir hier auf 15 Supply sind. Im Grunde entspricht das eben einfach nur der Menge an Supply, die wir dann haben, wenn wir genügend Kohle haben, um hier unten eine weitere, nee, noch nicht die Hatch zu setzen, sondern um einen Pool zu bauen. Damit wollten wir im Augenblick erstmal weitermachen. 4SD, 4SD, solange drücken wir aber nur 4SD und versuchen halt so schnell wie möglich Arbeiter zu bauen. Das ist alles. 4SD, 4SD, 4SD. Wie gesagt, wir machen im Grunde das, was wir die letzten Videos auch gemacht haben, nur fügen wir jetzt gleich, sobald wir eben die Möglichkeit haben, Creep zu produzieren, den Creep hinzu. So, jetzt haben wir unsere 15 voll. Jetzt werden gleich unsere 200 voll, deswegen bauen wir jetzt auch gleich einen Spawning Pool mit B und S, wenn wir das in dem Falle sogar über Hotkeys machen wollten, aber wir machen es jetzt ruhig noch so. Und dann wieder 4SD, dann haben wir es wieder voll produziert. So, 4SD, bis wir hier oben 16 haben. 4SD, 4SD, so, und dann brauchen wir jetzt erstmal wieder einen Overlord, sobald wir wieder eine Larve frei haben. 4SV, 4SV, auch wenn im Augenblick nichts frei ist, kann ich das ruhig, wie gesagt, drücken, 4SV. Meine Finger werden es mir danken, weil ich dadurch mir eben das Ganze besser angewöhne. So, wir schicken auch den Overlord jetzt einfach schon mal hier rüber, einfach weil ich die Zeit habe. Und dann wieder 4SD, 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 sobald ich hier die Möglichkeit habe, da ist es auch schon wieder 4SD. So, der Overlord wird jetzt hier gleich fertig und unser Brutschleimpool auch. Und dann können wir im Grunde auch schon anfangen, eine Queen zu bauen. Was wir jetzt aber im Augenblick gar nicht machen müssen, weil wir haben jetzt sogar schon genügend Ressourcen Zeit, um hier unten mal eine weitere Hatchery zu bauen. Und dann setzen wir die auch mal. So, da ist jetzt der Brutschleimpool fertig und jetzt können wir hier auch gerade eine Queen bauen. So, da unten ist der auch fertig. Also packen wir jetzt diese beiden hier mal drauf. Steuerung 4 und schon haben wir die markiert. Und dann können wir unsere Rally-Points mal nach hier vorne setzen. Und jetzt wieder 4SD, 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 damit wir jetzt eben entsprechend das alles einfach weiterbauen. 4SD, 4SD, 4SD. Wie gesagt, wir bauen jetzt hier eine Queen, die wir zum Injecten brauchen. Und sobald die hier oben fertig wird, 4SD, ne, das hat kurz geruckelt. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht immer so. 4SD, 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 weiter Worker bauen. So. Und jetzt haben wir dementsprechend die erste Queen fertig. Wir geben hier die nächste in Auftrag. Die packen wir auf 3 und setzen unseren ersten Inject. Und das ist dann 3, V und Klick. So, und dann können wir diese Queen auch schon mal hier runter schicken, denn da oben brauchen wir die nicht. Da wird jetzt schon wieder gerade eine nachgebaut. 4SD. Achso, und jetzt habe ich mich leider doch Supply blockt. Das war nämlich der Fehler, den wir hatten. Das haben wir immer gesagt. Nach jedem Inject bauen wir zuallererst einen Overlord. So, und da ich mich jetzt so viel Supply blockt habe, baue ich jetzt einfach nur mal gleich einen hinterher. Da haben wir nämlich vergessen, dass wir hier bei 22 einen weiteren Overlord setzen müssen. Ups, ja, 4SV. So, da haben wir das auch schon. So, hier unten wird jetzt auch diese Hatchery fertig. Auch hier geben wir jetzt eine Queen in Auftrag, damit wir dann nämlich gleich unsere überschüssigen Queens haben. Jetzt haben wir hier noch eine Queen und der erste Inject ist fertig.
Also setzen wir diese Queen hier auch auf 3 und dann 3V-Klick und hier unten 3V-Klick und damit haben wir unsere Injects fertig. Was haben wir gesagt? Nach Injects 4SVV und der Rest wird in Drohnen investiert. Und weil wir jetzt immer noch eine ganze Menge Kohle übrig haben, bauen wir jetzt erstmal unseren Roach One. Und weil wir unseren Roach One bauen, bauen wir jetzt auch Gas. Hoppla. Das liegt jetzt auf meinem Hotkey, deswegen haben wir jetzt hier ein kleines Problem. Also setzen wir den auch mal da drauf. Ja, die Hotkeys bin ich nicht gewohnt, deswegen haben wir ein kleines Problem. So, da kommt jetzt unser einer Overlord raus. So, hier unten haben wir jetzt auch inzwischen unsere dritte Queen fertig. Und jetzt können wir die dritte Queen hier quasi auch noch drauflegen. Und jetzt geht's los. Die ersten Injections sind fertig. 3V-Klick. 3V-Klick. Erstmal 4. S. Die Overlords bauen für 2 Stück. Und dann dementsprechend die Drohnen rauskloppen. Und jetzt haben wir Zeit, Creep zu setzen. Und zwar mit C. Und dann setzen wir hier mal einen Creep-Tumor. Und weil wir noch genügend Energie für den zweiten haben, setzen wir auch hier gleich noch einen. So, in der Zwischenzeit checken wir jetzt hier mal kurz unsere Arbeiter. Das sieht ganz gut aus. Hier sind es jetzt sogar ein paar deutlich zu viele. Wir schicken jetzt mal ein paar Arbeiter ins Gas. Wunderbar. Und weil wir jetzt hier oben schon völlig übersaturiert sind, setzen wir jetzt unseren Punkt mal hier unten in. Inzwischen ist es wieder Zeit für Injects. 3V-Klick. 3V-Klick. Erstmal 4SVV, dann dementsprechend alles in Drohnen umwandeln. Und jetzt haben wir wieder Zeit, ein bisschen Creep zu verbreiten. Und zwar mit der Queen geht das im Augenblick nicht, aber jetzt hiermit. Also C und C. Und weil wir jetzt hier auch wieder ein bisschen Platz haben, können wir auch mit der Queen das hier nochmal weiterentwickeln. So, wunderbar. Jetzt wäre auf jeden Fall dementsprechend noch die Drohnen raus. Wir können eventuell, naja, wir haben eine zu viel, das ist jetzt nicht so wild. Die können wir erstmal da oben lassen. So, die Overlords laufen dementsprechend weiterhin hier hin. Alles wunderbar. So, die Injects sind fertig. 3V-Klick, 3V-Klick. Erstmal unsere Overlords bauen, den Rest in Drohnen umwandeln und dann dementsprechend nochmal Creep verbreiten. C, C und C. Und mit der hier ebenfalls nochmal C. Und so verbreitern wir unseren Creep. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit übrig haben, können wir die Overlords hier sogar gerade mal wegziehen. Da kommen jetzt die restlichen Drohnen. Wie sieht es hier unten aus? Jawohl, da sind wir jetzt auch schon völlig saturiert, also bauen wir jetzt auch hier unten einfach mal Gas. Und das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Roaches, ja, die wir jetzt als nächstes produzieren. Wir können das hier mal hinsetzen. Injects sind fertig. 3V-Klick. 3V-Klick. Erstmal 4S, 2x V für die Overlords. Und jetzt können wir Roaches bauen. Und nachdem wir die Roaches gebaut haben, setzen wir jetzt hier wieder Creep mit C, mit C und mit C. Und mit C. Ja, der eine Stalker soll uns jetzt hier im Augenblick gar nicht so sehr interessieren. Ja, wir spucken jetzt mal weiter hier auf den drauf. Wir können uns jetzt aber auch mal kurz zurückziehen, damit er uns diese Queen hier nicht tötet, denn da kommen jetzt die ersten Roaches und die werden ihn jetzt dementsprechend kleinschießen. Da sind auch wieder unsere Injects fertig. 3V, 3V, 4SVV und der Rest auf Roaches. Und dann können wir dementsprechend auch hier nochmal wieder unseren Creep verteilen. Ja, wunderbar. Und da drüben haben wir auch noch Creep. Zack, dafür haben wir jetzt die Zeit. So, und weil wir jetzt sogar noch mehr Kohle übrig haben, können wir jetzt dementsprechend auch hier nochmal eine neue Hatchery bauen. Wir haben ja gesagt, Makro-Hatch, wunderbar, kann man immer wieder mal einbringen, dann brauchen wir auch eine weitere Queen. Deswegen geben wir die auch schon mal in Auftrag, damit die dann nämlich hier das bauen kann. So, jetzt haben wir diese Hatch ebenfalls mit reingebaut. Die wollen wir da drüben hinsetzen und dann halt eben entsprechend die Roaches hin. Inzwischen müssen wir mal neu injecten. 3V, 3V, 4SVV für die beiden Injects. Dementsprechend die Roaches bauen und dann wollen wir wieder unseren Creep verbreiten. C, 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 C und C hier drüben. Ja, und so bauen wir jetzt dementsprechend unsere Sachen auf. Inzwischen ist hier drüben mal unser Gas fertig. Wir brauchen gar nicht so viel Gas, ja, aber damit wir jetzt hier nicht irgendwie plötzlich einen Mangel haben. So, in der Zwischenzeit können wir hier nochmal ein paar Overlords rüberschicken, damit die hier nicht so im Weg rumhängen. Wunderbar. Im Augenblick, wir sehen, wir haben immer noch genügend Zeit. Ja, jetzt sind erst die Injects fertig. 3V, 3V, wunderbar. Und dementsprechend dann 4SVV, alles weitere in Roaches investiert. Und dann können wir dementsprechend erstmal wieder hier schön unseren Creep verbreiten. Super Sache das. Und hier drüben auch noch. Ja, ist gar nicht so schwer. Und inzwischen haben wir hier drüben auch noch eine weitere Queen fertig. Das wird dann nämlich gleich unsere Inject Queen für diese Hatch hier drüben. Deswegen können wir die ebenfalls mal mit dazu packen. So, da werden unsere Roaches, wie gesagt, fertig. Wunderbar. Okay, so, da wird jetzt der Inject fertig. 3V-Klick, 3V-Klick, 3V-Klick. Wir brauchen noch Overlords, also machen wir mal 4SVVV. Und dann bauen wir den Rest Roaches. Und anschließend können wir wieder Creep verbreiten. Creep verbreiten, Creep verbreiten, Creep verbreiten.
Und da drüben auch nochmal Creep verbreiten. Ja, und so sehen wir schon, wie wir jetzt nach und nach richtig schön die Karte zuschleimen. Wir haben immer noch massenhaft Overmins, das soll uns aber im Augenblick nicht so interessieren. Ja, ist für uns jetzt in dem Augenblick noch nicht so entscheidend. Das würden wir alles nach und nach auch wegkriegen, wenn wir dann zum Beispiel auch anfangen würden zu tacken und so weiter und so fort. Deswegen muss uns das jetzt im Augenblick noch nicht so sehr kümmern. 3V-Klick, 3V-Klick, 3V-Klick. Overlords brauchen wir jetzt keine mehr, weil wir maxed sind an Supply. 4S und die Roaches voll machen und dann dementsprechend wieder den Creep verbreitern. Einmal dahin, einmal hierhin, einmal dahin. Denn das Schöne ist, dass Creep jetzt auch die Rampe raufgeht und uns damit auch Sicht auf die Rampen verschafft. Das ging früher nicht. Aber jetzt haben wir diese wunderbare Möglichkeit. Hier haben wir nochmal zwei Overlords, die wir wegschicken können. Na, und jetzt werden unsere Injects auch gleich fertig. Wir sehen also, wir haben immer noch ein bisschen Luft, aber nicht mehr viel. Das heißt also, auch diese Schritte könnte man jetzt vielleicht ein bisschen optimieren, um jetzt dementsprechend hier nochmal voller zu werden. Ah, ich habe jetzt sogar wieder Overlords im Automatismus produziert, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Und jetzt sind wir schon auf Max Supply. Ja, das heißt, wir haben jetzt genügend Roaches produziert. Wir können jetzt also dementsprechend hier gar nichts mehr machen. Aber wir haben jetzt auch ordentlich die Karte schon zu einem guten Stück vollgecreept, wie wir hier sehen. Ja, das ließe sich noch mehr optimieren, denn wir haben jetzt ja hier zum Beispiel immer noch eine Full Energy Queen, mit der wir also auch wieder neue Creep-Tumore auf der Karte verbreitern könnten. Und je mehr Creep-Tumore wir haben, umso mehr können wir das Ganze dann auch tatsächlich produzieren. Ja, und das war es jetzt natürlich. Jetzt kann ich im Augenblick eigentlich nichts mehr machen, außer tatsächlich meine Roach-Armee mal hier zum Gegner zu schicken. Die ist jetzt natürlich super langsam, weil ich das Roach-Speed-Upgrade nicht habe, weil ich dementsprechend noch keinen Leer entwickelt habe. Das könnte man jetzt aber, wie gesagt, nach und nach alles noch ins Spiel integrieren. Aber nachdem ich jetzt wieder meine klassischen Schritte gemacht habe, auch wenn ich jetzt eben letztendlich keine Units und auch keine Overlords mehr bauen konnte, weil es einfach unnötig war, ja, habe ich jetzt halt eben den Punkt erreicht, wo ich immer weiter creepen kann. Und man sieht schon, wir haben jetzt inzwischen eine ganze Menge von der Karte hier zugecreept. Das ging jetzt relativ fix. Das war schon eine super Möglichkeit und bei ungefähr 13 Minuten haben wir es schon vollgekriegt. Und hier sind jetzt wieder unsere nächsten Injects bereit. Wir können ja, wie gesagt, jetzt nichts weiterbauen. Deswegen mussten wir jetzt ein bisschen warten. Wie gesagt, leider können wir jetzt halt eben im Augenblick auch keine Overlords mehr bauen. Da reißen wir jetzt erstmal hier dem Protoss schön seine Base ein. Ja, und dann machen wir einmal einen A-Move, einmal dahinter die Base und dann war es das Ganze auch schon. Ne? Da hört das Spiel dann im Grunde auch auf und hier können wir jetzt weiter creepen. Ja, auf unsere Armee müssen wir im Augenblick nicht achten. Sondern da können wir einfach schnell hier mal wegcreepen. Ja, hier geht es jetzt nicht weiter wegen der blöden Wände. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, aber man kann, glaube ich, hier rüber creepen. Und dann kann man auch hinter diese Wand gucken. Ja, und das war es dann dementsprechend. Seine Base ist hier eingerissen. Unsere Einheiten laufen hier hoch und zerstören ihn. Wir können hier hinten in der Zwischenzeit wieder injecten. Und theoretisch den Rest ablaufen. Aber wir können jetzt, wie gesagt, im Augenblick, wir brauchen keine Overlords mehr. Wir können aber noch ein paar Roaches bauen. Denn wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Supply frei. S und dann Roaches, aber gerade noch einen oder zwei. Und dann können wir anschließend wieder creepen. Und so kriegen wir, wie gesagt, nach und nach unsere Sachen voll, bis sich die KI ergibt. Ja, das ist jetzt also dementsprechend der Punkt. Und damit haben wir unseren tollen Sieg eingetragen. Hier machen wir erstmal, eine kleine Pause. Und sind in ein paar Minuten zurück mit dem zweiten Teil, wo wir uns dann auch um das Overlord-Spreading kümmern wollen. Bleibt also dran, gleich geht's weiter.